2013 ist Helmut Meier. Denn das Glück bei einem auf der Seite ist, natürlich im Vorfeld mit harter Arbeit, mit einer Konzeptidee, mit Menschen im Hintergrund, die alle auf ein Ziel hinarbeiten. Und das ist, dass man eine tolle Kollektion macht. Und man kann das nicht alleine machen, man braucht eben diese Menschen. Das ist ein Fotograf, das ist jemand, der Make-up macht, das ist jemand, der was das Gewand aussucht. Und dann natürlich die Models, weil das ist, muss man ehrlich sagen, das Schwierigste, um Menschen zu finden, die sich ausgefallene Frisuren schneiden und färben lassen, die auch noch gut ausschauen und die auch noch mit dem Gesamtpaket, mit den Frisuren und dem guten Ausschauen noch besser ausschauen. Aber das ist ja unser Friseurberuf. Wir wollen ja aus jedem Menschen das Maximum herausholen. Heuer fand der schon zum Kult avancierte Austrian Hairdressing Award erstmals in der ausverkauften Event-Location Metastadt statt. Die Jury hat es in diesem Jahr besonders schwer, aus den insgesamt 58 Finalisten die Besten der Besten in jeder der 10 Kategorien zu küren. Neben dem Abräumer des Tages Helmut Meier aus Graz mit gleich 3 Auszeichnungen konnten Magdalena Isani, Wolfgang Eichbauer, Alexander Lepschi, Denise Scheubimmer, Mario Röllich, Jacqueline Hummele sowie Martha Nortz einen der begehrten Awards erringen. Ja, was sie sicher verbindet, ist die Leidenschaft für den Beruf, für das Haarkunstwerk. Und wenn man die Bilder der Nominierten sieht, kann man hier sehr wohl vom Kunstwerk sprechen. Und ja, ich denke, dass die Kreativität, die dahinter steckt, das Handwerk auch, das Können, das dahinter steckt, dass das ist, was sie verbindet. In erster Linie fleißig sein, denke ich. Man darf muss den Zeitgeist erkennen, ja, und dann das, was man sich so innerlich vorstellt, was man den Konsumenten bietet, einfach umsetzen. Ja, und dann wird es so. Na, eigentlich immer neugierig sein, immer wach sein, schauen, wie sich Trends entwickeln und selber dann weiterarbeiten. Also ich glaube, man muss einfach offen sein für alles. Also man muss aufnehmen und das irgendwie dann für unseren Beruf umsetzen. Eine besondere Ehrung erfuhr Alexander Lepschi, der nachdem er die Kategorie Avantgarde zum 3. Mal hintereinander gewinnen konnte, in die Hall of Fame aufgenommen wurde. In erster Linie geht es darum, dass man als Friseur wirklich eine Passion dazu hat. Also für mich persönlich muss ich sagen, es ist ein absolutes Hobby, Haare zu machen, egal ob im Salon, an einer Kundin, wo es einfach darum geht, die Frau oder den Menschen, ja, auch den Mann natürlich, einfach den Menschen schöner zu machen und mit einem positiven neuen Gefühl aus dem Salon gehen zu lassen. Avantgarde ist natürlich, man sagt Kunst, es hat sehr viel mit Kunst zu tun, weil man da wirklich ohne Vorgaben, ohne Regeln arbeiten kann. Also bei uns im Salon ist es so, die Frisuren, was man heute sieht auf der Bühne und bei dem Award, ungefähr 20% sind wirklich umsetzbar, weil das sehr avantgarde oder avantgardistisch ist. Und ja, wie gesagt, das meiste ist trotzdem klassisch im Salon gehalten bei uns, aber trotzdem 20%, wenn es dann auf den Punkt drauf ankommt und man kann es ausnützen. Und da sind wir halt dann spezialisiert von Toni und Kai, wo wir das dann natürlich umsetzen können, wo wir dann das im Salon machen. Für mich war es eigentlich eine sehr, sehr große Freude, im Namen von uns Frauen die erste Frau sein zu dürfen, die Hairdresser of the Year geworden ist. Und es ist ein super schönes Gefühl gewesen. Ja, ich kann das Gefühl nur wiedergeben. Es ist einfach ein Traumgefühl, einmal dieses Gefühl zu erleben. Und ich wünsche es wirklich jedem Friseur, der hier nominiert ist. Es haben sich wirklich diese alle verdient. Es kann immer nur einen geben. Das heißt, es ist leider immer schade, dass es nicht einen ersten, zweiten, dritten gibt. Aber es hat sich jeder verdient und das muss man einmal erleben. Und es ist wunderschön, wenn man das darf. Nach der von Arabella Kiesbauer moderierten Gala feierten die Gäste auch schon traditionell ausgelassen bei musikalischen Darbietungen der Band Old School Bastards und der Tanzgruppe Swinging Crocs.